Hallo, hallo, hallo. Und willkommen zurück. Ja, nachdem wir da zwei Gilden, ja, fast interne Mythics gemacht haben, wenn wir hier jetzt mal hier weiter mit Surama Weltquests machen in dieser Folge, wenn ich mal den Startknopf drücken würde. Und, ja. Machen wir mal. Machen wir hier mal. Weil ich endlich meinen Ruf will. Ist, hat das nicht funktioniert? Ich würde nämlich schon sehr gerne das jetzt noch schaffen. Aber wir haben eigentlich ja schon Montag, also. Ja. Piu, piu, piu. So. Mana, yay, wie viel brauchen wir denn eigentlich wieder? Noch 60, okay. Irgendwie ist das defekt oder was? Eine Fehlzündung. Piu, piu. Doof, ja. Nope. Den da. Bedeutet. So, zwei noch und dann ist die Weltquest erledigt. Da ist noch eine, zack. Das ist auch wieder eine schöne Weltquest, die so flupp geht. Hello. Ich habe keinen Zweifel, 50 dass Ruf. jeder von Shit! Ihnen unserer Sache mit Stolz dienen würde. Das sind leider 200 Ruf zu wenig. Na gut, da müssen wir echt die Elite angehen. Zurück in die Base und dann dahin zum Anwesen porten. Das geht, denke ich, mal schneller, als wenn wir da hinreiten. Oder? Mal. Du. All boated base. Und mein Bewahrer hat 100. Fu ah, siehst du? Shit. Genau. EG. EG. Der Nachtbrunnen nähert uns. Oder nicht? Das ist zu weit Ich entfernt. nähere euch. Und der Leyknoten. Oh, hier kommt gleich wieder was. Was kriegen wir hier? Eine Blume? Ne, ein Buch. Ein Foliant. Blumpe. Bam. So. Sollen wir jetzt Gefangene befreien? Ich glaube, das war das, was wir mal von dem Kind da gekriegt haben, ne? Wo wir da ihre Freunde befreien sollten. Schauen wir mal. Ausrichten. Haha. Aim Skills. Oh. I'm Saladin. Aladdin, sondern Saladin. Mal gucken. Wir sind genau davor. What? Aber ein anderer Ort. Ah ne, doch, da hinten. Unschuldige verhaftet. Das geht so nicht weiter. Tötet die Wachen. Nehmt ihre Ach, die mussten wir umhauen. Befreit mein Volk. Ja.
hält bestimmt gleich. Aber solange nur er edit, ist alles in Ordnung. Ich verstehe bloß nicht, wieso der nicht so eine Augen droppen kann, so wie die, die draußen rumstehen. Ich meine, das sind doch auch. Damn, ist eigentlich derselbe Dämonentyp, ne? Also. So. Hatten wir uns den da hinten? Das ist zu weit entfernt. Ah, ja. Ich muss zuerst etwas kritisieren. Müssen wir mal hier Cooldowns. Bam! Bam! Senden sie ins Face. Bam! So, haben wir jetzt wie viele Kugeln? 2. Oh, fick. Ein Loyalist, okay. Tut mir leid, aber du musst sterben, wenn du mich angreifst. Die haben sogar gedroppt. Die Loyalisten. Oder er hat 2 gehabt. Wer weiß das schon. Was haben wir hier? Achso, das sind die Ist. So, ja. Hello. Der geht nicht. Der geht. Stört hier scheinbar keinen, also. Oh, das gibt's doch nicht. Ihr habt heute viele Leben. Fuck. Oh nein. Und wenn es da jetzt auch wieder bloß 50 Ruf gibt, dann... Echt das? Echt das? Aber exakt! Oh, Schiddles. Schiddles, Giddles. Ist denn exakt das, was wir brauchen? So, wir müssen ja jetzt hier irgendwie raus. Optimalerweise ohne zu sterben. Wer ist da? Niemand. Lalalala. Wenn man den regelt, wüsste ich gerne. Kann ihn ja wegklauen. Oder wie viel Leben hat der? Wenn wir erst den weghauen können. Dann hier rüber schießen, aber ich glaube, der wird dann nie langlaufen, ne? Der wird nicht direkt durchs Wasser durchlaufen, der wird den ganzen Scheiße hier mitziehen. Ja, das können wir ein andermal testen. Jetzt im Moment ist ungünstig. Oder habe ich eher gesagt keine Lust. So, vielleicht sollten wir auch aufs Aquamount wechseln. Einfach hier das Wasser. Upp. Zu der letzten Weltquest hier. Was müssen wir denn alles machen? Ach, wieder die finstere Fleische ab. Ist. Keine Ahnung, was das da war. Wurscht. Wurscht, würde ich sagen. Bockwurscht. So, hier ist Fahrt Loots, aber brauchen wir die Fahrt Loots, ist die Frage. Hallo. Ne, wir müssen. Okay. Liegen schon wieder bereit? Ja. Hallo. So. Wir müssen bei den Dämonen was machen. War ganz woanders. 10.000 Jahre unter einem falschen Himmel. Nur um dann den echten mit Ungeziefer bedeckt zu sehen. Nehmt die Kanonen der Teufelsseelenbastion und schießt diese elenden Teufelsfledermäuse ab. Aha. Hier Kanonen. Da ist zum Beispiel eine. Okay, so ein Ding da. Dann Pipiu. Gib ihn. Hello.
Munition der Legion, wo kriegen wir die her? Sag jetzt bloß nicht von. Da musste ich ja mal echt die Luft anhalten. Ja, jetzt haben wir so eine Kanone gefunden, aber keine Ammunition. Das ist die Frage, wo kriegen wir die Ammunition her? Ja, hier sollen wir. Achso, hier sollen wir es abknallen. Aber wo kriegen wir die Munition? Achso, die Konstrukteure droppen die, okay. Konstrukteure droppen die, alles klar, passt. Hoho! Nicht aufgedeckt werden hier. Gibt's doch nicht. Wir haben noch Coinisoid. Welche? Okay. Nehmen wir ihn hier mit. Den Ding. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ich hab mich auch nicht vor dir versteckt. Ich hab dich angegriffen als erstes sogar. Freundchen. Sonne, Mond und Sterne hab ich doch so gerne. Natürlich hatten die keine Munition dabei. Really? Reali? Mean. Ich. Im Stealth geblieben? What the fuck? Sorry. Der zählt nicht, was? Doch, der zählt. Cool, dass wir den einfach so mitbenutzen. Oh. Wieder gepult? Das ist ja doof. Wo kriege ich denn hier die verkackte Munition her? Mensch. Menschenskinnings. Hallo. Wieder Munition. Wieder keine Munition. God damn it, Blizzard. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ich muss näher. Ach scheiße, hauen wir mal so ein Ding um.
Stirb, stirb, stirb. Ich verstehe, dass ich einfach keine Munition habe. Ich habe jetzt davon schon einen ganzen Zack von den Viechern umgehauen. Irgendeiner sollte von denen eigentlich Munition haben, oder nicht? Oder das ist wieder so eine verbockte Quest-Scheiße. Oh. Oh, nicht weit genug weg gewesen. Ah. Egal. Die nuken wir jetzt so weg. Oh shit. Dieses verkackte Trinket. Yep. Bitte kein Mana. Oh. Oh, den kriegen wir, glaube ich, so, ne? Wunderschön. Ja, Munition! Munition! Boah, wir haben Munition, Leute. Oh, lol, wir haben Munition. Und ich kann das Ding nicht abbauen, das kotzt mich so an, ne? Wir können da nicht hinschießen. Oh, fuck. Was ist denn das hier für eine un... Come on, kommt mir vor die Flinte. Nein. Oh, come on. Nein, was mache ich denn da? Ein noch. Denn mindestens 50 Hufplicks. Bam. Oh yeah. Nachtsüchtigen wohlwollend Ink. Bam. Zisch. Boom. Auf die Fresse rauf. Upgrades. Yes. Er hat den Verstand verloren. Aber Bullshit. Indeed, he does. Oh yeah. Oh yeah. Ich nur Allah. Und es gibt neue Quests. Yeah. Aber die werden wir jetzt nicht machen. Wir werden erstmal gucken, was wir hier Schönes gekriegt haben. Ein Spielzeug. Erstmal werden wir hier Platz machen. Ne? Zack, zack. Okay. Ja. Kann ich Upgrades kaufen ohne Ende für meine mein Set. Meine Setties. So. Das. Yo. Und. Nö. Hat mal Hände? Habe ich keine Handschuhe vor dem Set? Nee. Sorry. Und da würde ich mal sagen, kaufen wir die gleich mal mit, ne? Jo. Royal. Grüße. Die nehme ich morgen an. So, für euch nächste Folge. Und dann werden wir mal nach Haus telefonieren. So, wie viel Set-Items haben wir denn jetzt? 4, ne? 5.
5 Items. Ach scheiße, ich hätte mal bei dem anderen Typen gucken sollen. Bei dem Portaltypen, ob der auch, ob ich das auch hätte kaufen können. Hm. Ach, wurscht. Können wir hier noch den Herr der Riffe machen? Vielleicht auf eine neue Mission schicken oder so. Aber dafür ein Spielzeug. Ein Signalgeber? Was ist das jetzt? Mobiler telematischer Signal. Stellt ein Signalgeber auf, um nach. Oh! Aber 20 Stunden Abklingzeit ist ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob das so. Oh, jetzt der Bringer ist. So. Ja, das ist ärgerlich, aber. Go, go, go. Item Upgrades. Ölun. Dann nehmen wir ihn hier mit, weil er ist noch nicht. Grün. Und du musst ja eh mit. Nach Gleichgewicht in allen Dingen. Haben wir wieder Scheiße gemacht? Oder was hat Szenarios für Abilities? Wir brauchen da Sternengedöns. Hat er nicht, oder? Hat er nicht, dann können wir auch nicht hier mit denen kompensieren. Das ist doof. Das ist doof. Wieso blickst du hier wieder so? Oh, zwei Kochrezepte sind fertig. Und. Artefaktbeutel sind in 20 Stunden fertig. Das heißt. Um 8. Oh! Um 8 habe ich meine erste Notiz fertig. Wow. Kann ich dann direkt die dritte starten? So, das war's schon wieder. Dissen. Gut, dann werden wir jetzt hier erstmal 5 Items upgraden. Das sind dann 20.000 Punkte. Eieieiei, schon ein bisschen teuer, ne? Ich hab doch nicht 28.000 sogar. Chisels. Gut, wie viel brauchen das nächste Upgrade hier? Ich hab 2 Tage 20 Stunden. Bräuchte 10.000. Bis wir so weit sind. Pillepalle. Und die braucht, glaube ich, immer 500. Ja, das sind immer 500, das ist auch kein Problem. Okay, dann machen wir jetzt mal hier. Da ist er. So, ich brauche ein Upgrade. 1, 2, 3, 4. Ja, fünfmal. Also einmal das hier brauchen wir noch. Und dann davon 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So. Dann einmal die Handschuhe aufwerten. Auf 30. Und dann alles auf 40 aufwerten. Oh, die werden sogar episch. Ruhe. Werden sogar episch. Coole Frutte. So. Sieht aber auch cool aus. Muss ich mal so sagen? Gefällt mir der. Gefällt mir sogar sehr. Der passt gut zu dem roten Set, glaube ich. So. Ist noch irgendwie was? Nein, ne? Nächste hier ist. Füße. Bei auf respektvoll. Das wird noch dauern. Nachtfürchtiger auf. Oh, auf ehrfürchtig. Das wird auch dauern. Ein Gürtel, ja, 100.000 Artefakte macht, das wird wahrscheinlich noch länger dauern. 2 auf Wohl, ich denke mal, naja gut. Ich glaube, die 2 auf Wohl wollen, 2 auf Respektvoll.
Naja, gut, ne? Den fehlt noch 60, 460, 2460. Naja, das wären ein Sack voll Quests. So, jetzt müssen wir erstmal abgleichen, was Item-Level technisch, weil Set-Boni technisch können wir eins ablegen. Die sind 40, haben 64 Mastery, die haben Crit, die haben schon mal bessere Stats. Die können weg. Das ist 45 mit Tempo Mastery. Die müssen wir behalten. Du bist 45 Tempo Mastery. Gehst schon mal rein. Und du bist 40 Crit Mastery. Tempo Mastery. Also kommst weg. Weg. Bis 40 Crit Mastery. Das Crit Tempo 40, also du kannst auch weg. Gut, 840. Yay! Wir haben Item Level 840. 10 Item Level und der Cup. Ja, aber das werden wir, denke ich mal, nicht kriegen. Selbst wenn wir die Waffe sonst wohin pushen. Alter Falter Verwalter. Ich bin eigentlich. Ding ist ja, ne? Ich muss da bloß einen Punkt reinstecken, dann ist das Talent fertig und dann können wir da auf der anderen Seite gleich weiter skillen, ne? Also, wir könnten denn den hier skillen. Alternativ könnte ich hier einen Punkt reinstecken. Müsste da dann erstmal reinstecken, glaube ich, bevor ich in die anderen überall reinstecken kann. Also ich bin am überlegen, ob ich doch noch Sternenecho skill. Weil wir dann im darauffolgenden Punkt Sonnenlicht schon skillen. Und Born ist eigentlich der Skill, den wir am meisten einsetzen. Weil halt die große Kasse, ja. Wobei ich ja mittlerweile schon 3% Tempo verloren habe, was ganz schön ärgerlich ist. Und wir müssen auch irgendwie bei Gelegenheit mal das Trinket austauschen. So nervig. Gut, wir werden dann, denke ich mal, noch mal kurz nach Dalaran die Kostsachen machen und dann werde ich auch noch, denke ich mal, ein paar Sachen wegdroppen können. Ja. So mocken wir das. So mocken wir das. Dann wären wir mal wieder in Dalaran angekommen. Die Münzen können wir, glaube ich, verkloppen. Ne? Ja. 5G sogar. Schara, ja. Huch. Da wollen wir mal gucken, was der Kollege da gezaubert hat. Ob wir endlich unseren Wild da kriegen. Natürlich nicht. Ah, das war, glaube ich. Seht euch um. Komm hier, magere Haxen, mach. Ich will das endlich haben, das letzte. Also die letzte Stufe von denen, damit wir zum nächsten Rezept übergehen können. So, und du hier. Ich hab hier Bots für dich. Kannst du haben. So, dann werden wir den Rest. Oh, wir müssen zum Ersthilfe-Lehrer, fällt mir gerade ein. Weil wie Kurs, wir haben doch über einen Jahrmarkt auf 67. Ohohoho. Da können wir doch jetzt ein neues Dingens bekommen. Ich bin ganz Ohr. Und hiermit können wir, glaube ich, skillen. Oh je, oh je. Das gilt der Meister. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Stoff kaufen und dann auf 800 skillen. Vielleicht.
Außer wenn es grün wird, dann haben wir eventuell ein Problem. Shit. Wow. Nicht, dass mich das stört, aber... Fuck. So, okay, dann müssen wir mal kurz ins Sahar gehen, wieder da ein paar tausend Gold droppen. Eine halbe Million ist nicht viel. So, was kostet denn da sonst Deck? Schaldorei-Seite, mal gucken, Schaldorei. Auwe. Schaldorei. Was wird dort geschrieben? Achso, ich sehe das doch da. Haha. Da ist ein Schall. Schall, da ist ein Apostroph drin. Miss. So, das günstigste ist 4 Stacks, 1 für 9G. 3 Stacks A20 nehmen. Das wären 4 Skill immer craften theoretisch. Weit nicht. Ah komm. Ich kaufe mir die ganzen. Oh shit, den ganzen Lobby-Kram auf. Alles was hier 9. 9G das Stück kostet. Und hier machen wir so viel Minus, ey. Mag da gar nicht nachher raufgucken auf das Ding. So, das sollte erstmal reichen. So, und wie sieht's aus? 210.000? Nicht ganz. Oh, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Das ist vielleicht ein Betten viel. Oder? Also der Post, das Postfach ist schon mal nicht voll. Schon mal gut. Okay, dann feuer mal weiter. 38 Stück. Ja, wir brauchen 14 und 38 ist die Frage. Gehen wir die? Oh, come on. Oh shit. Komische Phasen gibt's da. Nein! Es ist grau! Wieso ist es grau? Oh nein, das heißt, ich kann die letzten 10 Skillpunkte nur über Quests machen. Was führt euch hierher? Really? Ernsthaft? Come on, Blizzard. Oh. Fuck, man. Es kotzt an. Sogar sehr. Die kümmere ich auch ins Arsch. Ich benutze die ja eh nicht. Nur verkaufen. Mal gucken, vielleicht kauft die ja wer. Los, weg damit. So, dann schicken wir an Despi noch ein Kram. Obwohl, wir können erstmal zum Bankfach gehen und dort Sachen wegkloppen. Aber das kotzt mich an, dass wir da Erste Hilfe nur über so eine Quest dann jetzt noch auf 800 kriegen. Oder wir warten jetzt noch 2 Monate ab und machen 2x einen Dunkelmond. Scheiß. Oh, das ist ein Krampf. Diesen Krampf. Und dann werden wir mal gucken, wo wir das Artefakt am besten reinstecken. Hm.
Kotzt an. Kotzt an, Blizzard. Das kotzt an. Aber so richtig kotzt. So, dann werden wir mal kurz gucken, wenn wir auf Tank skillen, ob wir da so ein Naturdings reinploppen können. Okay, also er eskaliert schon mal um. Hattest du? Nee. Mal das löschen? Da, dich brauchen wir. Yay, das, was wieso hat die 100 Artefakt gemacht? Was? Was sagt er da? Achso. Yay. Wie viel Level haben die jetzt? 90, okay. Ja, 8,30 mit dem Equip, ja, nicht schlecht. Wobei, Int ist nicht so dufte, ne? In Richtung eures Ziels, ja. Blizzard. So, dann skippen wir wieder um auf Olchen. Hut, Motherflipper. Und dann würde ich sagen, positionieren wir uns wieder beim Koch. Damit wir denn beim Beginn der nächsten Folge gleich wieder ein paar neue Arbeitsaufträge geben können. Wir werden dann in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich wieder Weltquests machen, denke ich mal. Die Suchmark-Quest. Ist ja eigentlich auch relativ wichtig, weil uns ja immer noch hier der Suromantiker, hätte ich fast gesagt, der Suromar, den Meister der Lehren fehlt. Ach, hier. Meister der Lehren und der Sumarararare. Da müssen wir weitermachen. Ja, auch immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geschichtsstränge. Die auch alle rufabhängig sind. Das höchste, was wir brauchen, ist 8000 von deinem nächsten Ruf. Also in Respektvoll brauchen wir 8000. Oder war das? Nee, bei Wohlwollen war das. Hier brauchen wir 8000. Dann kriegen wir alle Questies, die man kriegen kann, kriegt man hier ab 8000. Also das wird dann auch noch ein Weilchen dauern. Wir können aber jetzt nochmal, bevor wir jetzt Schluss machen, fix nochmal die Weltquests abchecken. 19 Stunden. 5 Stunden. Ne? So. Ja, wenn wir die Mythic machen, dann können wir das mitmachen. So, 250 P-Scheiß. No, oder wie lange geht der noch? 7 Stunden? Ah, ist schade, aber ne, mache ich jetzt nicht mehr. Hütchen, Gold, fuck auf Gold. Wieso gibt es dafür ein Artefakt? Das ist noch 100, also nicht so weiter schlimm. Nicht so weiter schlimm, ein Deutsch wieder, ne? 200. 400, 200. Oh, das wird ja interessant. Oh. 19 Stunden. Okay, das können wir morgen machen. Das müssen wir morgen machen. Weil 350 ist schon aus. 335 plus. Aber mit Vielseitigkeit wieder drauf, ne? Aber die kann plus sein. Also wenn die Titan Forge ist, wird die 45, glaube ich, ne? Muss ich mal gerade gucken, was haben wir? Ach, wir haben schon 45. Sogar mit. Siehst du, wir können nachher nach Tempostein gucken. Aha. Da. Solange die nicht über 2000 Gold kosten, können wir die da reinfeuern. Wobei 2000 Gold auch schon hart am Limit ist, würde ich sagen. Wir haben ein Slot. Dempel.
Man könnte, glaube ich, jetzt nach Stats suchen. Ja. Tempo. Tempo, 150 Tempo, 75, 20, 150, 250, ja, 15.000 ganz bestimmt. Dann nehme ich doch lieber den hier für 150. Oh, der ist von Brot. Die alte Worte. Ach scheiße, wir müssen jetzt zum Briefkasten hin. Mal gucken, 10%. Ich glaube nicht, dass wir da ein Prozent kriegen, oder? Bei 150? Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, doch, 1%. Mhm. Zu mir sagt er, man soll das aufheben Die Order. Ach nee, Quatsch, das war nicht er, das war. Ich hab nichts gesagt. Bilden hat mir gesagt, man sollte das lieber für die Order Hall Quest-Reihe aufheben. Aber. Ich habe doch die eigentlich abgeschlossen, ne? Hm. Ja, ist auch egal. Wir heben uns das noch auf. Tja, jetzt können wir hier nochmal einen kleinen Überblick machen. 40. Also der ist schon am Cup. Schön wäre, wenn wir anstelle der Vielseitigkeit einen anderen Stat hätten. Und mal einen Anlegen-Effekt. 45, Crit-Vielseitigkeit. Ja, da wieder Vielseitigkeit, ist nervig. Vermeidung. What the fuck? Weil ihr den Schaden, den ihr durch schlechten Angriff verleidet. 3,5. 9%, naja. Tempo. Ja, Tempo ist Knut. Tempo ist toll. Kriegt Vielseitigkeit. Überall Vielseitigkeit drauf. Was zum Teufel? Crit Mastery. Tempo. Ach scheiße, ich wollte noch die Item-Level gucken. 40, 50, 45, 25. Also Umhang muss unbedingt ein besser. Der ist relativ low. Dann müssen wir. Relikte, wir müssen sogar zwei Relikte haben. Wie viel brauchen wir? Okay, gut. Und dann sag ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye! Ach, der hat ja auch gar keine Animation. Naja.